Kurzgeschichte aus Journey of Wisdom. Charaktere. Sammy Ophelio Lazuli ohne Flügel. Lisi Salapenio. Vor langer Zeit gab es zwei Länder, das Reich der Meere und das Land des Feuers. Nun geschah es, dass den Königsfamilien zur selben Zeit jeweils ein Kind geschenkt wurde. Dem Land des Feuers wurde eine Prinzessin geschenkt, der man den Namen Lisi Salapenia gab. Dem Reich der Meere hingegen ein Prinz, der vom Tag seiner Geburt an ein Weise war und nur noch seinen Bruder hatte. Man nannte ihn Sammy Ophelio Lazuli. Was beide nicht wussten, Drachen hatten sie auserwählt, die ersten beiden Magier der Welt zu werden. Für Lisi war die Magie ein Segen. Mit 4 Jahren verlor sie an einer Krankheit ihre Eltern. Doch die Priester der Astia nahmen sie auf, bis sie alt genug war. Für Sammy hingegen war die Magie ein Fluch. Da sein Bruder der König war, hatte er ein Kindermädchen, was jedoch aus Angst für ihn wöchentlich wechselte. Schon bald kamen ihre Meister, die beiden Drachen, die sie als ihre Schüler auserwählt hatten, zu ihnen. Lisi bekam den Drachen des Feuers als ihre Meisterin, Samira Tenna, eine große rote Drachendame. Sammys Meister war noch recht jung, dennoch nannte man ihn bereits den Drachen des Meeres, Glaze Cauldron, ein hellblauer kleiner Drache. Mit 8 Jahren regierte Lisi bereits zum Teil ihr Königreich. Sie war oft hart und etwas verzogen, ihr Lächeln jedoch schmolz selbst das härteste Herz. Ihre Magie benutzte sie so oft sie konnte, um ihr Leben einfacher zu machen. Egal was es war, mit Magie ging alles viel leichter, so sagte sie. Sammy hingegen war die meiste Zeit allein. Er hasste seine Magie und Glaze, wegen dem er diese Gabe hatte. Er lief oft weg und vertraute dem Meer seine Sorgen an. Dass er ein gutes Herz hatte und jedem half, der welche brauchte, interessierte nur wenige. Beide wurden älter. Bereits mit 15 heiratete Lisi ihren Freund aus Kindertagen und bekam mit ihm sogar eine Tochter namens Merine. Ihr Mann hatte jedoch einen Wunsch. Er wollte Soldat werden, doch es war gesetzlich verboten, als Mann der Armee beizutreten und wurde mit dem Tod bestraft. Also tat er etwas sehr Dummes. Er verkleidete sich als Frau und trat der Armee bei. Doch man erwischte ihn. Lisi jedoch begnadigte ihn, da sie ihn sehr liebte und ihn nicht töten wollte. Den Priestern der Aster jedoch missfiel Lisis Entscheidung. Sie stellten sie vor eine grausame Wahl. Entweder ihr tötet euren Mann, wie es den Traditionen entspricht, oder wir werden ihm einen viel grausameren Tod bescheren. Unter Tränen tat Lisi, was man ihr sagte. Sie wusste, dass die Priester ihrem geliebten Mann Schlimmeres angetan hätten. Von Trauer und Leid geplagt, musste Lisi nun allein regieren. Von da an wurde sie zu einer herzlosen Frau, die kein Mitleid kannte. Sammy hingegen lernte mit 15 fleißig, seine Magie zu beherrschen. Er hatte erkannt, dass er anderen noch viel mehr mit seiner Magie helfen konnte. Er las sehr oft Bücher und ging nur noch selten ans Meer. Sein größter Wunsch war es, ein warmherziger König zu werden, der alles für sein Volk tut. Schon bald entschied sein Bruder, der König, dass wenn er 21 werden würde, er seinen Platz einnehmen dürfte. Man lernte Sammy zu schätzen und bat ihn oft um Hilfe, wenn ein Bauer Schwierigkeiten mit seiner Ernte hatte. Doch die Zeit blieb nicht stehen und die beiden wurden 21 Jahre. Das Land des Feuers litt sehr unter Lisis Regentschaft. Man fürchtete sie und nannte sie nur noch Tochter des Teufels. Viele Menschen erhielten die Todesstrafe oder mussten zu ihrem Vergnügen leiden. Auch ihre Meisterin, Samira. Sammy heiratete mit 20 und wurde auch, wie es sein Bruder versprach, mit 21 zum König gekrönt. Seinem Land ging es zu diesem Zeitpunkt nie besser.
Doch das Blatt wendete sich leider sehr rasch. Schon bald kam eine Dürre auf das Land zu. Sammy beschloss rasch zu handeln. Er verhandelte mit Lissi, um seinem Volk so zu helfen. Den Bauern bewässerte er regelmäßig die Felder, um sein Volk vor dem Hunger zu bewahren. Doch Lissi war der Handel gleichgültig. Ihre Lieferungen kamen immer unregelmäßiger und schon bald musste Sammy sich leider mit ansehen, wie sein Volk langsam dem Hunger entgegentrat. Es gab oft Streit zwischen Lissi und Sammy. Zu Beginn waren es nur ein paar Zwistigkeiten, doch diese wurden zu größeren Streitereien. Es endete mit Hungersnot und einer Dürre beider Länder. Lissi war dies egal. Sammy jedoch kämpfte gegen die Dürre und die Hungersnot, bis seine Kräfte völlig ausgezehrt waren. Er schlief nur selten und gab alles an Kraft, die er hatte, um seinem Volk zu helfen. Doch schon bald kam die Erkenntnis, auch er hatte seine Grenzen. Schon bald traf er eine sehr harte Entscheidung. Er musste Lissi töten, um beide Länder vor einem drohenden Krieg zu bewahren. Ganz allein mit einem Schiff und nur zwei weiteren Männern an Bord, dem Navigator und dem Steuermann, machte er sich auf in das Land des Feuers. Viele blutige Kämpfe der beiden folgten. Nie schien einer aufgeben zu wollen. Es zählte aber auch sehr an ihnen beiden. Jeder Kampf hat schließlich auch ein Ende, so auch dieser hier. Lissi starb, doch auch Sammy hatte keine Kraft mehr, weiter zu leben. In der Stunde seines Todes fanden sich viele Drachen zusammen, um ihm ein Geschenk zu machen, da er seine Magie niemals für sich selbst genutzt hatte. Sie gaben ihm zwei schillernde weiße Flügel und ernannten ihn zum Herrscher der Engel. Und auch heute noch ist er bei uns und holt jeden, der ein gutes Herz hat, zu sich in das Reich des Himmels, um sie nach ihrem Tod dafür zu belohnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Musik, Twilight, River Flows in You. Text, Susanne Antonia Jacobi. Dank an Richard für das Programm, alle, die sich das hier angesehen haben.